grünt so grün, wenn Spargelblüten blühen? Ja, nein, Fragezeichen. Also ein klares Ja. Also ein klares Ja. Genau. Oder Minimia. Minia. Minia. Ja. Aus Bulgarien. Hat aber nichts mit Minimieren zu tun, oder? Nee, aber da könnte man leicht drauf kommen. Das ist ja auch so. Das wird ja minimiert, das Blattgrün. Ja. Die ist eingeflogen worden, die Motte. Man weiß nicht, es gibt ja viele vielfältige Einschleppwege, also Rucksacktouristen oder LKWs oder Urlaubsautos, kann alles Mögliche sein. Aus Bulgarien? Aus Bulgarien, genau. Aha. Oder über die Luft, durch Geflügel, die gleichen, die die Vogelgrippe bringen. Ne, das ist ja ein Virus. Achso, nein. Ne, also die Motten, die sind ja deutlich größer. Mhm. Die kommen dann höchstwahrscheinlich über Gepäckstücke oder so. Mhm. Vielleicht auch bewusst eingeführt. Vom Kastanienhasser. Ja, kann das sein. Vom Zauberer der Schlümpfe oder so. Die sind ja so ein bisschen stachelig. Ne? Die, ja. Ja. Bevor die poliert werden, sind die an der... Ja. Genau. Dacheligen Schale. Jemand, der sich geärgert hat, dass diese schwer aufgehen. Ja. Aber die sind dabei, ein genetisches Pflanzenschutzmittel zu entwickeln, das, was nicht die Umwelt so stark beeinträchtigt. Und das betrifft dann nur diese Motten und die Eier, aber nicht mehr sämtliche anderen Lebewesen. Mhm. Ein Vorteil von der Biotechnologie ist wieder. Aber das darf natürlich nicht transgen wirken. Ne? Deswegen dauert die Forschung auch so lange. Ja. Thank you.
Vogelbaum? Nee, die Lerche. Ja, nee, die Lerche, der Vogel schreibt sich, glaube ich, mit Umlaut, oder? Anders, oder? Das kann auch andersrum sein. Oder die heißen beide mit E, Lerche. Kann auch sein. Mit I? Nee, mit E, Lerche. I. Lerche. Pilz? Mit S? Lercherpilz? Ja? Licherpilz. Licher? Ja. Das kommt aus Gießen. Mhm. Aus dieser fürchterlichen Stadt Gießen. Wo die NSDAP 1939 die meisten Stimmen hatte. Nee, 33. Ja. Der nicht, mit dem nicht gut Kirschen essen schwer, das muss man denn. Alles vorbereiten und das Resultat zu überzeugt dann. Hier so ein UFO rein. Ja, so ein UFO schwebt über den Kastanien und die Miniermotte steigt aus und stürzt sich auf die Blätter. Ja. Und dann so eine Stimme. Diese vorliest diesen Aufsatz, während die Krähen da wild am Rupfen und am Ticken sind. Ja, muss man die auf. Wenn man hier morgens im Stadtpark Montagmorgens oder Sonntagmorgen geht auch. Bei der Grillwiese da hinten. Oh. Da sieht man die Haufenweise, wie da die Fleischreste an den Fleischresten rumreißen. Das sind die Dönerkrähen.
Ja. Ein bisschen unheimlich auch. Weil die ja den. Weil die ja die Mülltonnen richtig auseinanderpflücken und da, ne? Das erinnert manchmal an Hitchcocks Die Vögel, finde ich. Ja, wollte ich verfahren. Und dann hat die vorbeigehenden Menschen immer angegriffen, bis sie dann rausgefunden haben, dass da das Nest in der Hecke drin ist. Ah. Dann waren die erleichtert, dass es nicht so eine Mutation war, die dann aus grundlos Menschen angreift. Sind die gekentert? Aber es ist irgendwie schon eine komische Vorstellung, ne? Das sind so Vögel, die Menschen angreifen, so ganz aus Schwarm, ne? Und man denkt so in der Stadt, wo da viele Tauben sind, wenn die da so, die fliegen ja auch direkt an deinem Kopf vorbei. Da. Ja. Das ist schon eine komische Vorstellung. Ja, Tauben. Tauben machen mir keine Angst überhaupt nicht. Tauben gehen mir nur auf die Nerven. Aber als ich gehupt hatte einmal, da sind die weggeflogen. Die waren auf beiden Seiten von der rechten Fahrspur. Einmal am Kannstein und einmal auf dem Mittelstreifen. Dann hätte ich da Matsch auf beiden Seiten hinterher gehabt. Weil ich war ziemlich schnell und die hätten vielleicht nicht mehr ausweichen können. Die Fragen stellt der Frager, die Antworten antwortet der Antworter. Oder umgekehrt. Ich bin jetzt der Antworter und der Frager in einer Person. Erstens Frager. Die Rose sticht mit ihrem Rosa. Nein, die Dornen stechen nicht das Rosa. Denn die Blüte ist zart und lieblich, nicht stechend. Frager und Antworter. Erstens Frager, Doppelpunkt. Es kräuselt sich die Welle Kess über dem Wasseroberflächenbereich. Ist es natürlich oder nicht? Antworter, Doppelpunkt. Es ist insofern natürlich, als dass die Kräuselung aus der Windrichtung stattfindet. Also ein klares Ja. Frager, Doppelpunkt. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ist dieser Sachverhalt auf den Stadtpark Hamburg übertragbar? Ja? Nein? Fragezeichen. Antworter, Doppelpunkt. Einerseits stimmt diese Behauptung, da die Pflanzen hier grünen. Sie grünen so grün, genauso im Stadtpark. Allerdings ist nicht sicher, dass dies durch spanische Blüten hervorgerufen wird. Also ein klares Ja. Antwort. Ja, es ist richtig, dass die Trauerweide trauert. Frage. Trauert die Trauerweide? Die Begründung erklärt sich aus dem herabhängenden Trieben. Dies erzeugt bei dem Betrachter ein Gefühl von Traurigkeit und der botanische Name
rührt auch dort her. Er nennt sich Salix Alba Tristis. Tristis von Trauern. Trist, traurig. Sehr spezieller Baum. Ist ja auch so eine Art Depression, die da durchlebt. Alles hängt nach unten. Und die Zitterpappel, die zappelt immer rum. Populus Tremula, die Zitterpappel. Tremula. Tremor. In der medizinischen Fachsprache nennt sich zitternde Hand Tremor. Und die Zitterpappel heißt Tremula. Die macht immer den hier. Also genau wie die menschliche Hand, wo Tremor hat. Tremor. Ist immer in Bewegung. Welche biologische Funktion das hat, ist mir unbekannt, aber es würde mich mal interessieren. Die Mutter Natur muss sich irgendwas dabei gedacht haben. Vielleicht schrecken sie dadurch Gallwespen ab, die da ihre Eier drin legen oder so. Oder diese Bulgaren. Ja, oder andere Schädlinge, kann ja sein. Ja, kann ja sein. Wie die Kühe im Schwanz wedeln, ja. Um die Fliegen zu vertreiben. Ja, das könnte sein. Und die Blutbuche, die blutet. Die ist tief purpurrot. Also fast schon lila. Nee, blutrot. Ja, deswegen nennt man sie Blutbuche. Der Elefantenohrbaum. Catalpa bignonioides. Schlange. Nennt sich der Apfelbaum? Malus, ich kenne das. Da muss es ein. Apfelus. Ja, Malus ist das botanische Wort für Apfel. Malus. Ein Lapsus hat ja Eva begangen durch den Apfel abpflücken und Adam geben. Aber Malus hat damit nichts mit zu tun. Obwohl die beiden, die letzten, also. Die Anfangsbuchstaben sich nur unterscheiden. Aber dort, Rosa C, ist die Familie der Rosengewächse. Und dort ist die Blüte rosa. Ja. Also der See hier, der ist wenig bewachsen mit Algen und Schlingpflanzen am Ufer und so. Seerosen und so weiter. Das ist positiv für den Sauerstoffgehalt des Wassers. Also das könnte sehr gut sein, dass hier viele Fische drin sind auch. Mehr als da drüben. Da sind ja auch welche drin in dem Schwimmbad. Haie. Ja, so Mini-Haie. Matschhaie. Aus dem Poesiealbum von Frank Zappa. Ja, der Teenage Mud Shark, der sich immer einen runterholt, weil er in der Pubertät ist.
Gel drin. Gel? Ja. Das ist immer gut, wenn man einen wunden Arsch hat. Dann wird der Arsch nicht so geschockt durch Stöße. Aber ab und zu nascht die Schwalbe da dran. Mhm. Und dann wird das immer weniger. So Schwalbengel. Die Schwalben naschen da immer das Gel weg, manchmal. Aha. Und dann muss ich das nachfüllen. Und was führst du da rein? Dann nehme ich die Ausscheidung der Schwalbe und recycle das. Mhm. Und injiziere das wieder da in den Sitz rein. Den klaut ihn auch keiner, weil der immer so komisch riecht. Der japanische Garten ist beeindruckend und schön. Deshalb werden immer wieder Anleihen genommen aus der japanischen Gartenkunst, wie dort der rote Sessel. Das Design stammt sicherlich aus der japanischen Gartenarchitektur. Torben Knutzen von Ikea. Vielleicht ist Ikea gar nicht. Schwedisches Möbelhaus. Mhm. Sondern japanisches Unternehmen. Besitzer. Der war ja mal rechts. Oder ist noch rechts. Also, der hat. Gibt es ja in den skandinavischen Ländern eine gewisse Tradition, dass es narzisstische Gedanken nicht nur verteidigt wurde, sondern auch befürwortet wurde. Also die Kinderheime waren ja auch äußerst übel da. Klassisch nordeuropäischen Design ist gar nicht mal so schlecht zu werten. Finde ich, also persönlich jetzt. Ingvar Kamprad. Der hat, glaube ich, sogar NSDAP gewählt, also die schwedische NSDAP. Ne? Aber diese Themen sind ja nicht so interessant. Viel wichtiger ist, dass die Farbe Türkis einen bestimmten Einfluss auf die menschliche Psyche hat. Auf die Farbwahrnehmung ist ja sehr, sehr entscheidend für die Gefühle, die man hat. Und Türkis hat welche? Und Türkis ist ein antiseptisches. Es hat die Wirkung von Sterilität. Ja, also die Farbpsychologie ist ja entscheidend. Ja, Türkis. Ja, genau, Türkis. Bei Bootsanstrichen, dann wirkt das ja sauberer, als es ist. Wenn die nicht regelmäßig gesäubert werden durch Hochdruckstrahler da, ne? Also, dann macht das ja nicht so viel. Weil das Türkis den Eindruck von Sauberkeit vermittelt, also Sterilität und Antisepsis da. Ne? Aber dann könnte man im Krankenhaus die Wände alle türkis machen, dann braucht man kein Desinfektionsmittel mehr. Ja, es wird ja auch teilweise gemacht. Die haben das ausgeklügelt, diese Farbtöne da. Also ein reines Weiß ist nicht überall die Regel. Ne? Beryllium wahrscheinlich auch solche Farben. Mhm. Türkis. Ja. Blau. Genau. Blau. Türkis. Ja. Was ich schade finde, ist, dass Blau für Adelige Synonym für Adelige. Blau. Das haben die gar nicht verdient. Die Farbe Blau ist viel zu gut für die Adeligen. Blaublütig, ja, braun, weil die braun ist ja die Farbe der Beständigkeit und der Sesshaftigkeit und die wollen ja immer in ihrem Status verbleiben, ne? Und sind auch gleichbleibend reich und wohl angesehen und so, ne? Müsste braunblütig heißen, oder? Wie die Scheiße ist. Ne? Ja, ja, genau. Kackbraun, adelig. Ne?
Blau ist viel zu schade für diese Spezies Mensch. Nee, Rot passt da überhaupt nicht. Weil Rot ist eher die aggressive Farbe und die wollen ja immer, dass ihr Geld beisammen bleibt. Und je mehr Aggressivität die von sich ausbreiten, desto wahrscheinlicher wird es, dass das Geld verschwindet. Also, die Farbe Grün passt auch nicht. Also es bleibt eigentlich nur so braun. Ja, braun. Grautöne. Ja, Grautöne sind auch gut. Ja, Grautöne. Ja, nee, braun ist ja eher für den Pöbel, für die Nazis. Grautöne, da hast du recht, das stimmt. Grautöne.